KI ist extrem wichtig für den Mittelstand, weil es nicht darum geht, irgendwelche Daten zu analysieren, sondern neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Business zu machen. Und teilweise wird es noch sehr als ein IT-Thema gesehen, dass man irgendwie vielleicht dann in die Kellerräume delegiert. Und es muss Geschäftsführeraufgabe sein. Wir müssen das Thema KI vorantreiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere im Mittelstand. Und es ist kein Thema nur für die Google, Facebook und Amazons dieser Welt. Es gibt viele tolle Beispiele, wie der Mittelstand das eben machen kann. Und da fehlt uns in Deutschland so ein bisschen der Mut. Und ich glaube, hier haben wir sehr viel mutige und neugierige Leute. Und genau das brauchen wir einfach. Die schlauen Köpfe müssen sich zusammentun und versuchen, das Thema hier in Deutschland voranzutreiben. Das ist ein richtig gutes Gefühl, mal wieder unter Leuten zu sein, auf einer Bühne zu sein, Blickkontakt zu haben, gemeinsam Kaffee zu trinken, nicht nur virtuell sich auszutauschen. Hat extrem gefehlt, insofern extrem hohes Nachholbedürfnis gehabt, dass man hier gut ausleben kann. Ich erlebe hier alle Kollegen extrem offen, durchaus auch kritisch, neugierig. Also ein super spannender Austausch, nicht nur jetzt die Vorträge, sondern das Spannendste ist ja meistens zwischen den Vorträgen die Kaffeepausen. Ich muss sagen, viele Ideen, Inspiration und tolle Gespräche geführt. Also ich würde es jedem mittelständischen Geschäftsführer oder jeder, der in einer verantwortungsvollen Position ist, sollte hier dabei sein, um sich einfach zu diesen Themen auszutauschen. Weil hier wird eben nicht nur gesprochen, sondern hier wird auch gemacht, hier wird umgesetzt und ich glaube, das ist extrem wichtig. Insofern, ich glaube, ist man gut beraten, hier an dem Forum teilzunehmen.